Ihr Arbeitsplatz ist in den Wolken. Die Piloten der Bundespolizei und der Bundeswehr sowie die Piloten und Ärzte der Luftrettung sind rund um die Uhr im Einsatz. Und im Notfall bereit, alles zu riskieren, um Menschenleben zu retten und die Sicherheit des Landes zu schützen. Oberschleißheim bei München. Hochbetrieb bei der Fliegerstaffel Süd der Bundespolizei. Die jährliche gemeinsame Großübung von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr steht an. Bundespolizeipilot Benjamin Höflinger bereitet für den Einsatz alles vor. Der Polizeioberkommissar fliegt heute einen Eurocopter 155. Der moderne Hubschrauber eignet sich besonders für polizeiliche Aufgaben, Luftrettung und Suchdienste. Unsere Maschinen, die stehen üblicherweise über Nacht mit Batterie abgeklemmt, einfach damit die Batterie nicht entladen wird, wenn kleine Verbraucher, die sagen wir, immer ein bisschen Strom ziehen, damit die einfach über Nacht die Batterie nicht entladen. Wie alle Piloten bringt Benjamin Höflinger technisches Grundverständnis für verschiedene Hubschraubertypen mit. Als Pilot muss er einschätzen können, ob seine Maschine einsatzfähig ist. Die EC-155 ist nur einer von vier verschiedenen Hubschraubertypen bei der Bundespolizei. Nicht immer leicht, da den Überblick zu behalten. Wir von der Bundespolizei, wir versuchen grundsätzlich alle Maschinen eines Musters bundesweit gleich auszustatten. Das ist, wenn man eine Maschine ganz neu kauft, normalerweise kein Problem. Bei den kleinen, bei der EC-135, die sind eigentlich alle komplett gleich. Bei den 155 gibt es schon verschiedene Stände, weil die einfach unterschiedliches Baujahr haben. Und bei den großen, bei den Super Pumas haben wir auch unterschiedliche Stände, weil die auch teilweise sind ältere Maschinen und teilweise sind sie auch neue. Los geht's. Heute stehen besonders heikle Manöver an. Die Bundespolizisten trainieren das Winschen, also Ab- und Aufseilen von Personen und das Fliegen mit Außenlasten. Die Flugtechniker bringen die 2,6 Tonnen schwere Maschine in Position. Benjamin Höflinger und Co-Pilot Patrick Oettel beim letzten Briefing vor dem Start. Position Lights. Ja, machen wir das. Machen wir auch dazu. Emergency Lights auf On and Armed. Links passt. Okay. Ich bin hier der Windenoperator und der Cargo Sling Operator. Das heißt, ich bediene hier die Außenrettungswinde und eben alles, was am Lastwagen dran ist. Also Feuerlöschbehälter. Oder eben Sandsäcke, die mit Lastennetzen geflogen werden oder alles, was man sonst transportieren kann. Besonders beachten muss man immer, dass die Kommunikation mit dem Piloten stimmt. Das heißt also, ich muss den Piloten immer richtig einweisen, wie er fliegen soll. Also rechts, links, vor, zurück, hoch, tief. Ich muss also immer die Entfernung abschätzen und die Geschwindigkeit abschätzen. Ich muss immer optimal mit dem Piloten kommunizieren, damit er so fliegt, wie ich es hier für die Last brauche. Benni, das sollte passen. Okay, links ist gut. Ja, dann lass mal an. Roger. Rechtes Triebwerk. Glock Start. Start. N1 steckt. Ich mach dann Audio-Warn bei 170 auf. Genau. Alle Crewmitglieder sind Polizeibeamte. Swiderski hat zudem eine Ausbildung zum Hubschraubermechaniker sowie eine einjährige Zusatzausbildung zum Windenoperator erfolgreich absolviert. Heute fordert das Wetter höchste Konzentration von Benjamin Höflinger. Schlechte Sicht und wechselhafte Winde stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Für die Fliegerstaffel der Bundespolizei ist jeder Einsatz besonders. Dienst nach Schema F kennen die Beamten nicht. Wir sind Beamte der Bundespolizei, das heißt, unser Einsatzgebiet ist bundesweit. Speziell kommen wir natürlich hier aus dem Süden von Deutschland und deswegen ist unsere Heimatstaffel auch Oberschleißheim bei München. Aber als Bundespolizisten haben wir bundesweit Einsätze wie Großlagen, wie Demonstrationen, Fußballspiele oder irgendwelche Schwerpunktsachen, wo einfach sehr viel Manpower gefragt wird. Probe für den Ernstfall. Zunächst soll ein imaginäres Feuer gelöscht werden. Bei Waldbränden sind die Hubschrauber der Bundespolizei oft unverzichtbar, wenn der Einsatzort am Boden nur schwer erreichbar ist. Trotz des schlechten Wetters wird die Übung durchgezogen. Windenoperator Swiderski muss nun mit seinen Kollegen perfekt zusammenarbeiten. Zunächst holen die Beamten den Löschmittelbehälter ab. Okay, zwei Fuß.
So, ich nehme den Stecker mal. Ja, die Position behalten. Routiniert weist Windenoperator Swiderski ein. Ja, jetzt mal links einen halben Meter. Links. Links einen halben, ja. Links, ja, ist gut. Halte. Okay, funktioniert. Okay, Funktionsüberprüfung durchgeführt, IO, ja. Dann nach rechts musst du 1, hoch, langsam hoch, siehst du auf die Einreise. Ja. Und vorwärts 1. Gelöscht werden kann noch nicht, der Behälter ist leer. Die Männer müssen zunächst Wasser holen. Höflinger steuert seine Maschine zum nahegelegenen Regatta-Parksee. Trotz seines Fassungsvermögens von 900 Litern ist der Seemat ein eher kleiner Löschbehälter. Die maximale Zuladung wurde heute aber mit höchstens 600 Kilo berechnet. Pass auf, da wird es wieder flach, wenn du weiter geradeaus gehst. Ja, dann würde ich hier bleiben. Was ist? Ja, bleib hier lieber. Okay. Okay. Nee. So, jetzt haben wir noch einen Meter bis zum Wasser. Okay, ich sink mal ab. So, Moment, langsam mal. Jetzt Wasserkontakt. Mach mal auf. Langsam, Höhe halten, halten. Jo. So, jetzt ist er im Wasser. Jetzt langsam anheben. Jetzt ist er aber voll aus vorne, da muss man jetzt aufpassen. Kommst du, wenn du was rauslassen? Warte, ich hebe mal an. Bis ja, heb mal ganz klein ein bisschen an. Wir sind bei 720. Wir wollen ungefähr 500. Okay. Über ein Bodenventil lassen die Piloten per Fernsteuerung wieder Wasser ab. Ja, Takeoff Power ausgedrückt, das pendelt da etwas. Ja, ja. Von der Einkurve nur. Ja. Gut, ja, die drehen mich schon mal rechts ein. Und ich nehme Fahrt auf. Eine pendelnde Last von 500 Kilogramm an einem 30 Meter langen Seil ist für die Besatzung nicht ungefährlich. Das maximale Gewicht, das wir zuladen können, richtet sich normalerweise zum einen nach dem Hubschraubermuster. Also haben wir eine EC-135, eine 155 oder eine Super Puma. Und dann für den jeweiligen Einsatzauftrag. Ansonsten vom Abfluggewicht, jetzt zum Beispiel bei unserer Außenlastübung, ist so, das kommt ganz auf die Maschinenleistung drauf an. Es kommt, liegt an den Umgebungsbedingungen wie aktuelle Temperatur, Luftdruck, Luftdichte und so weiter. Fehlt noch der Abschluss der Übung. Die Männer müssen das Wasser wieder ablassen. Der Seemat lässt sich innerhalb von 10 Sekunden komplett entleeren. Die erste Übung hat schon mal super geklappt. Aber werden Höflinger und seine Jungs auch die nächste Aufgabe meistern? Zurück im Stützpunkt der Fliegerstaffel Süd in Oberschleißheim. Im Tagungsraum des Bundespolizeistützpunkts treffen sich die Teilnehmer des Lehrgangs zur Nachbesprechung der Vormittagseinheit. Neben Benjamin Höflinger und seinen Kollegen von der Bundespolizei nehmen auch Feuerwehrleute von 6 verschiedenen Wachen an der Übung teil. Für sie ist die Großübung besonders wichtig, denn Luftarbeit ist für die Brandschützer kein Alltag. Für die Feuerwehrleute geht es in der Fortbildung um die Zertifizierung als Flughelfer. Stetiges Training ist dafür unerlässlich. Besonders ein Thema steht während des Lehrgangs ganz im Fokus. An der Logistik am Hintergrund ist besonders wichtig das Thema Sicherheit. Das heißt, alle Flughelfer, die hier heute zum Einsatz kommen, haben eine entsprechende Ausbildung und auch Fortbildung im Winch, im Außenlast, im Löschverfahren, sodass sie auch sicher mit Hubschraubern arbeiten können. Die Gap Sicherheit Hubschrauber ist sehr klein, also Fehler sind sehr schwer zu korrigieren. Frisch gestärkt bereitet sich Benjamin Höflinger auf den Nachmittagsturn vor. Pilot ist ein Traumberuf. Ich wollte immer schon Hubschrauber fliegen. Mich hat das als Kind schon interessiert. Wenn Hubschrauber irgendwo gelandet ist, bin ich mich immer hin und habe mir das angeschaut. Und für mich war es ganz klar Erfüllung vom Kindheitstraum. Höflinger und sein Co-Pilot wagen sich wieder hinaus in den bayerischen Regen. Für den Nachmittag stehen Winschübungen an. Höflinger und sein Team müssen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr über eine Winde vom Boden in den Hubschrauber ziehen.
Dabei hat der Pilot nur eingeschränkte Sicht nach unten. Winch Operator Swiderski führt daher das Kommando über die Operation. Sicherheitscheck ist okay. Man den jetzt zum Rollen und dann holt man den anderen und holt den Doppelrollen wieder raus. Die Position noch halten. Okay, die Firma geht weg. Position halten. Ein bisschen. Benjamin Höflinger muss den Hubschrauber während der Übung ruhig auf der Stelle halten. Ja. Seil läuft nach oben. So, an der Kufe. Ja, dann setzen wir sie wieder ab, dann haben wir 6 Uhr, oder? Okay, die jetzt runter, das war jetzt der 5. Dann können wir nochmal hochziehen. Aber dann können wir sie nicht mehr abholen, weißt du? Wenn wir sie jetzt im Wald absetzen. Ja, ne? Dann machen wir das hier und setzen sie hier wieder ab. Ja. Das Aufwinschen hat gut geklappt. Aber gelingt auch das Abwinschen? Oder wir winschen die beiden noch runter wieder hoch und setzen sie dann hier ab. Im Wald. Können wir machen. Lass uns ja gleich wieder mitnehmen. Ja, können wir machen. So, jetzt ist der Hafen oben, Kabine Sicherheit. Die Instrumente zeigen dem Piloten leichte Bewegungen des Helikopters nicht an. Höflinger muss sich daher anders zu helfen wissen, um den Helikopter ruhig zu halten. Ein Referenzpunkt ist für den Piloten sehr wichtig. Zum einen brauche ich das hier bei der Lastenarbeit, wenn ich ein sehr langes Seil unter der Maschine hängen habe oder wenn ich mit einer Windenaktion Leute runterlasse oder aufnehme und ich sehr weit oben stehe. Da brauche ich immer einen gewissen Punkt am Erdboden, der immer fix ist. Das ist meine Referenz, mein sogenannter Referenzpunkt. Und nur anhand von diesem Referenzpunkt kann ich sozusagen die Position der Maschine oder eine relative Bewegung der Maschine zum Erdboden am besten einschätzen. Das heißt, ich brauche immer irgendwas Festes am Boden, jetzt kein Mensch oder so, der sich bewegt, sondern am besten Baum, Busch oder sowas, dass ich einfach sagen kann, inwieweit bewege ich meine Maschine, auch wenn ich in großer Höhe über diesem Boden stehe. Das Winschen erfordert ein perfektes Zusammenspiel aller Beteiligten. Um mit einem Helikopter zusammenzuarbeiten, müssen freiwillige Feuerwehrleute eine spezielle Ausbildung machen. Okay, beide gehen raus auf die Kufe. Ja, genau. Ich drehe mir ein Stück ein, dann haben wir eine Notlandefläche rechts voraus. Ja, gut schon. Links hinten ist gut. Ja. Gut gesichert geht es für die Feuerwehrleute wieder abwärts. Betrieben wird die Winde mit einem Elektromotor. Ziel ist unter uns. Höhe halten. Rechts noch halb. Okay. Position halten. Seil läuft nach unten. Swiderski führt das Seil nach, um die Einsatzkräfte wieder sicher nach unten zu befördern. Okay, die Höhe halten. Heute hat alles geklappt. Winch Operator Swiderski und sein Team sind gewappnet für den Ernstfall. Es geht zurück nach Hause. Co-Pilot Patrick Oettel achtet darauf, dass keine Hindernisse im Weg stehen. Hinten liegt es frei. Okay. Gut, dann warten wir jetzt da, bis der Ansage macht. So, pass auf, ich melde jetzt ab hier beim Winch. Der heutige Einsatz war für Benjamin Höflinger und sein Team gut zu verkraften. Das ist aber nicht immer so. Belastende Einsätze sind für uns. Als Besatzung, ich sage jetzt mal körperlich belastende Einsätze, wenn wir sehr schwierige Flugaufträge haben, bei Nacht zum Beispiel oder bei schlechtem Wetter, wo wir einfach sehr konzentriert arbeiten müssen. Psychisch belastend sind viele Einsätze aus dem Luftrettungsdienst, wenn dort zum Beispiel, wenn es um kleine Kinder geht, wenn es um schwere Schicksalsschläge geht, das muss man alles verarbeiten. Die Bundespolizei bietet für ihre Piloten psychologische Nachsorge an. Benjamin Höflinger verdient in seinem belastenden Job nicht mehr als seine Kollegen am Boden. Als Polizeioberkommissar bekommt er monatlich etwa 3.000 Euro brutto. 6 Einsätze sind die Beamten heute geflogen. So viele brauchen die Feuerwehrleute für ihre Zertifizierung. Höflinger wagt ein Fazit für den heutigen Tag. Es war anstrengend, nicht nur durch das Flugwetter, das ja wirklich sehr schlecht war. So Übungen, so groß angelegte Übungen mit externen Kräften wie die Feuerwehr, die sind immer sehr umfangreich. Es wird sehr viel gefunkt, es wird sehr viel gesprochen, es wird sehr viel trainiert. Und deswegen ist es ein anstrengender Flugtag gewesen.
Aber auch nach so anstrengenden Flugtagen müssen die Maschinen wieder für den nächsten Tag durchgecheckt werden. Polizeihauptkommissar Helmut Ebenbeck kümmert sich um den Heckrotor, der besonders viel Pflege braucht. Was wichtig ist heute bei dieser Kontrolle, da wir heute den ganzen Tag im Regen und im Schnee geflogen sind, dass hier die Gelenke mit Fett wieder ausreichend versorgt werden, dass die Feuchtigkeit rauskommt, damit es später zu keiner Korrosion kommt. Überprüft wird allgemein der Zustand hier auf Risse, auf Beschädigungen und dann auf die elektrischen Anschlüsse, weil dieser Heckrotor die Besonderheit hat, dass der beheizbar ist. Sprich, wir können auch bei Vereisungsbedingungen dort fliegen. Alle Piloten der Bundespolizei sind ausgebildete Polizisten. Hier sind sie aber in erster Linie begeisterte Flieger. Wir sind bunt gemischt, gut durchgewürfelt. Was alle gleich haben, ist wahrscheinlich die Leidenschaft zum Fliegen. Das heißt, wir sind alle sehr gern in der Luft unterwegs, machen dort Polizeiarbeit. Und was sehr wichtig ist als Hubschrauberpilot, man muss einfach immer, sag ich mal, den Überblick behalten und immer kühl reagieren, egal was in der Luft für Situationen auf einen zukommt. Dafür sind die regelmäßigen Trainings unabdingbar. Die heutige Übung ist gut gelaufen. Der nächste Einsatz für Benjamin Höflinger kommt bald. Aber dazu später mehr. Geübt wird auch an der Reiteralpe bei Berchtesgaden. Vor atemberaubender Alpenkulisse steht für die Fliegerstaffel Süd heute Bergrettung aus der Luft auf dem Trainingsplan. Die Übung wurde wochenlang intensiv vorbereitet. Bundespolizeipilot Helmut Ebenbeck erklärt. Das Ganze geht los mit einem sehr umfangreichen Briefing. Das beginnt bei uns an der Dienststelle, wo alle Beteiligten dort zusammengefasst werden. Und dann auf dem Tag genau muss ein sogenannter Regieplan erstellt werden, wo natürlich Hauptfaktor das Wetter sein wird. Dann der technische Klarstand vom Hubschrauber wird dort abgeprüft, muss aufgeklärt werden, sprich die technische Funktionsfähigkeit der Winde, Hubschrauber, alles spielt dort mit rein. Da muss eine gewisse Logistik aufgebaut werden. Es gibt eine Menge zu tun. Auch der benachbarte Flughafen Salzburg spielt da eine Rolle, wird dort mit angemeldet. Es sind mehrere Stellen, die gleichzeitig dort beteiligt werden. Gut vorbereitet steigen die 10 Bundespolizisten in den Himmel auf. Gewissenhafte Planung ist selbstverständlich, denn die Einsätze sind gefährlich und verlangen ihnen alles ab. Die Polizisten starten mit einer der kompliziertesten Übungen, einer sogenannten Kappbergung. Das Besondere an der Kappbergung an sich ist natürlich der quasi höchste Schwierigkeitsgrad, den man so beim Windschirm fast erreichen kann. Das heißt, man 50 Meter, 1 Uhr. Noch mal ein Stückchen exakter arbeiten, das heißt das Einsprechen vom Windoperator, die Handzeichen vom Luftretter, sodass quasi der Pilot zentimeterweise die Maschine steuern muss, dass eben dieser Verletzte oder in dem Fall unser Retter punktgenau aus der Wand geholt werden kann. Zusätzlich kommt dazu, dass vor einem kurzen Moment, nämlich dann, wenn sich der Windretter beim vermeintlich Verletzten mit ins Seil einklingt, der Hubschrauber gefesselt ist. Gefesselt bedeutet, dass der Hubschrauber eingeschränkt manövrierfähig am Seil festhängt. Jedes Jahr haben die bayerischen Bergretter rund 12.000 Einsätze. Oft müssen Bergsteiger gerettet werden, die ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen. Die Bundespolizei hat für Rettungseinsätze in den Bergen Hubschrauber im Allgäu und in Traunstein stationiert. Bergretter wie Florian Reiter begeben sich dabei selbst in Gefahr, um Menschen in Not zu helfen. Reiter spielt heute das Opfer. Wird er es noch bereuen? Der Bergretter mimt einen verunfallten Bergsteiger, der hilflos im Seil hängt. Für Kletterfans ein Horrorszenario. Weiter? Ich lasse ihn noch ein paar Meter runter, ja, und dann mache ich Seil fest. Langsam geht es abwärts. Reiter bleibt cool, denn Hilfe naht von oben. Die Kommunikation mit dem Windoperator, um die richtige Höhe zu finden, damit ich auf gleicher Höhe mit dem Patienten bin und den dann dementsprechend bergen kann. Durch die große Höhe sieht er mich relativ schlecht, sieht meine Handzeichen schlecht und kann schwer einschätzen, auf welcher Höhe ich bin. Deswegen ist das das Komplizierteste. Der kritische Moment ist da. Der Hubschrauber ist an den Berg gefesselt.
Käme es nun zu einem technischen Problem, müsste der Pilot die Winde absprengen, um wieder manövrierfähig zu werden. Heute geht aber alles gut. Das Seil wird planmäßig gekappt und es geht steil nach oben. Zeit zum Verschnaufen haben die Einsatzkräfte nicht, denn schon steht die nächste Übung an. Es ist kein Einsatz wie der andere im Gebirge, soweit kann man sagen. Wir haben hier ständig mit wechselnden Wetterbedingungen, wechselnden Windrichtungen zu kämpfen. Wir kommen hier zum Teil in Höhen- und Temperaturbereiche, wo auch die Maschinen an sich in ihren Grenzbereich geraten. Es kann sein, dass es die Einsatzstelle so dumm gelegen ist, dass man vom Wind her nicht zurechtkommt, dass vielleicht sogar mal auch das Windseil zu kurz mit 90 Metern kann auch vorkommen. Dann muss man einfach abwägen. Das bespricht man innerhalb der Besatzung. Und dann muss man zu einer Entscheidung kommen, wie weit kann man gehen, und zwar sicher gehen, oder wann muss man eben entsprechend abbrechen. Nur wenige Kilometer entfernt ist das nächste Übungsszenario vorbereitet. Das ist eine Evakuierungsübung nach einem simulierten Gebäudebrand. Und unsere Air Rescue Specialists haben eben die Aufgabe, die Hornsteiner Hütte zu evakuieren. Wird der Plan aufgehen? Das Einsatzteam um Florian Reiter geht heute keine Risiken ein. Im Ernstfall nehmen die Beamten größere Gefahren auf sich, aber die Sicherheit der Retter gerät nie außer Acht. Es ist immer eine Besatzungsgeschichte. Und muss es eigentlich, sobald einer sagt unhappy, also er fühlt sich da nicht mehr wohl, dass man dann abbricht. Das nennt sich dann Crew Resource Management. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier auch wenn ich der Steuerführende bin und der Gesamtverantwortliche dann quasi selbstherrlich entscheidet, sondern man wägt dann schon auch gemeinsam ab, muss dann gemeinsames sogenanntes Decision-Making machen, kommt dann zu dem Schluss, ob man es eben durchführen kann oder nicht. Heute kann die Übung wie geplant stattfinden. Für die Retter geht es nun zu Fuß weiter zur Einsatzstelle. Wie bei einem echten Notfall wissen die Einsatzkräfte noch nicht, was sie erwartet. Der Einsatzleiter schildert den Beamten die Situation. So, Einsatzlage vor Ort. 5 verletzte Personen nach Gasdosenexplosion. Da haben wir jetzt hier vorne schon mit dem Team 1 die Personen grundsätzlich alle erstmal gesichert. Hört, wir haben hier vorne im ersten Bereich eine Person, die mit eurem Bergesack noch bearbeitet werden muss und betreut werden muss. Während das Bodenteam sich um die Verletzten kümmert, wartet die Besatzung im Schwebeflug über der simulierten Unglücksstelle. Bevor sie die verunglückte Person auffinschen können, müssen die Einsatzkräfte zunächst medizinische Erstversorgung leisten, damit der Zustand des Patienten stabil bleibt. Ja, passt. Okay, letzter Check. Atemwege sind gesichert. Lass mal die Hose noch checken. Blutungsräume sind frei, Atmung vorhanden, die Blutung am Bein steht, ja. Können ihn einpacken. Der Verunfallte wird in einer speziellen Trage für die Luftrettung fest verschnürt. Ein letzter Check, dann kann es aufwärts gehen. Karotenpuls ist tastbar. Rauchwerfkörper helfen dem Piloten, Windstärke und Richtung zu ermitteln. Dem Patienten geht es gut, er ist transportfähig. Mit Handzeichen lotsen die Helfer den Piloten an die richtige Stelle. Nun wird es ernst. Das Winschen gehört zu den gefährlichsten Aufgaben für Pilot und Retter. Jetzt darf nichts schiefgehen. Der Winch-Operator ist mit einem Stehhaltegurt gegen Herausfallen geschützt. Gemeinsam mit den Einsatzkräften am Boden bereitet er das Auffinschen vor. Patient und Retter werden mit Karabinerhaken gesichert. Air Rescue Specialists trainieren die Winchverfahren zunächst in einer Halle, bevor sie die gefährlichen Verfahren im Freien üben dürfen. Generell gilt, je schlechter das Wetter, umso gefährlicher ist der Einsatz. Bei schlechten Witterungsverhältnissen, da wird es dann halt schwer. Oder wenn gerade mit dem Wind, dass man nicht in Rotationen reinkommt, wo es dann auch gefährlich werden kann für den Patienten und für den Retter.
Rotationen sind gefährlich, weil die Retter im Seil nach außen gedrückt werden. Alle Beteiligten müssen sich blind aufeinander verlassen können. Ja, Glück darf man da jetzt nicht haben oder vom Glück abhängig sein. Das muss schon alles mit Fingerspitzengefühl gehen. Sag mal, natürlich gehört ein Quäntchen vielleicht manchmal dazu. Aber das ist hier schon alles oder muss alles kontrolliert stattfinden, weil das dem reinen Glück zu überlassen, das wäre ja Harakiri, das kann man nicht machen. Heute geht alles gut. Aber bei jedem Einsatz riskieren die Retter ihr eigenes Leben. Noch ist der Einsatz nicht vorbei. Die Polizisten müssen weitere Patienten an Bord holen. Dabei befindet sich der Helikopter die ganze Zeit im Schwebeflug. Eine der gefährlichsten Arten, einen Helikopter zu fliegen. Sollte jetzt ein Rotor ausfallen, kann der Pilot den Absturz kaum verhindern. Auch der Retter am Boden muss hellwach sein. Da steht dann in erster Linie die Sicherheit, dass wir beide richtig eingehakt sind, dass wir vorher den Partnercheck gemacht haben, dass das alles in Ordnung ist. Und wie gesagt, wenn der Haken kommt, dass wir dann uns richtig einhaken und den Piloten bzw. den Operators die korrekten Zeichen geben. Das ist zum Beispiel das Zeichen der gehobene Daumen, dass alles okay ist. Da weiß der Operator, wir sind eingeklinkt und wir sind auch fertig zum Aufwinschen. Und es geht aufwärts. Jeder Einzelne aus der Rettungsmannschaft muss ein Teamplayer sein. Pilot Helmut Ebenbeck weiß, Egoisten sind hier falsch. Faszinierend ist einfach die Zusammenarbeit mit dem Kollegen, weil der Pilot alleine macht es nicht. Also wir sind im Team und dieses koordinierte Zusammenarbeit und dann eigentlich auch die Erfüllung des Flugauftrages, das ist eigentlich ja, die Besonderheit und auch die Rechtfertigung, dass man auch gewisse Strapazen auf sich nimmt. Zur Mittagspause landen die Beamten am Trainingszentrum Kühreundhaus der Bundespolizei am Fuße des Watzmann in den Berchtesgadener Alpen. Wer hier dabei ist, wurde zuvor sorgfältig ausgewählt. Thomas Lobensteiner leitet das Trainingszentrum. Grundsätzlich ist es so, dass das wirklich erfahrene Polizeibeamte sein müssen, die auf so eine Lehrgänge kommen. Und dann natürlich gehört dazu ein hohes Maß an Gefahrenbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, körperliche und psychische Stabilität natürlich ganz wichtig. Und natürlich eine ganz gehörige Portion Mut, um diese Tätigkeiten durchführen zu können. Und natürlich muss man auch mit Situationen umgehen können, gut verarbeiten können, die schwer sind. Ja, und das lernen sie auch bei uns. Dass alle Sicherheitsmaßnahmen und zuverlässige Helikoptermodelle nicht immer vor Unfällen schützen, zeigen Abstürze von Bundespolizeimaschinen 2013 in Berlin und 2016 bei Hamburg. Insgesamt hält sich die Zahl der Unfälle aber sehr in Grenzen. Glücklicherweise war ich noch in keiner richtig brenzligen Situation. Es ist bisher immer alles gut gegangen. Zusammenarbeit mit dem Piloten, Windoperator, bisher immer alles geklappt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Was die Männer Umreiter noch nicht wissen, auch der nächste Einsatzort hat es in sich. Eine Brücke in einer Schlucht mit ungünstigen Windbedingungen. Hier bekommen es die Helfer mit dem sogenannten Downwash zu tun. Fiesen Luftverwirbelungen unter dem Hubschrauber. Die größte Herausforderung ist so zu sehen, dass der Downwash des Hubschraubers zwischen Felswand und dem Retter einbricht und dadurch diese Winde den Retter nach außen drängen, sodass oft zwangsläufig also diese Rotationen in Gang kommen. Und da ist es sehr schwierig für den Windoperator, den Retter an die Person hinzubringen. Jeder Fehler kann gefährliche Folgen für die Helfer haben. 2017 stürzte ein österreichischer Bergretter mit zwei in Not geratenen Bergsteigern ab, weil Abwinde, Hubschrauber und Windenseil unkontrolliert Richtung Boden drückten. Winschen erfordert ein Höchstmaß an Präzision vom Piloten. Das Schwierige ist hier die Absetzfläche an sich, die ja sehr, sehr, sehr klein ist. 2 Quadratmeter, die man hier als Absetzfläche hat.
erschwerend kommt hinzu, dass der Pilot nur uneingeschränkte Referenzen hat, inhaltmäßiges Gelände darstellt und, wie man sieht, ist der Turm auch noch mit Stahlseilen abgespannt. Man furchtbar darauf aufpassen muss, dass man hier nicht aus irgendeiner Unachtsamkeit oder vielleicht durch eine Windböe verursacht, mit dem ausgefahrenen Windseil in diese abgespannten Stahlseilträger hineinkommt. Wegen schlechter Wetterbedingungen kommt es sogar vor, dass der Helikopter abdrehen muss. Dann muss der Retter zu Fuß ins Tal. Es kommt also hier vor allem darauf an, dass hier das perfekte Zusammenarbeiten zwischen Retter und Opfer auch gewährleistet sein muss. Also der Retter, das Opfer muss im Grunde auch gewiss mitspielen. Eine Person, die Widerstand leistet, können wir mit diesem Verfahren nicht retten. In dem Fall müssten die Beamten dann sämtliche Rettungsmaßnahmen am Boden durchführen. Es ist schon anstrengend, also man muss sich schon konzentrieren. Das ist schon ganz viel Feinarbeit, die man da leisten muss, aus dem Handgelenk raus, mit dem Hubschrauber zu steuern. Ja, da muss einfach alles zusammenpassen. Also wie gesagt, die Crew muss aber zusammenarbeiten. Es müssen die Handzeichen vom Bergretter oder vom Windenretter sauber kommen. Es muss die Ansage des Instrumentenüberwachung von Co. muss sauber sein. Und man selber ist natürlich auch hoch konzentriert, um die Maschine weder steigen, sinken, noch irgendwie in einer Lateralposition verschieben lassen zu können. Ein Trainingstag geht erfolgreich zu Ende. Knifflige Situationen können so im Ernstfall besser gemeistert werden, auch wenn es gefährlich ist. Ja, man wird schon ans Limit gehen dann. Es ist immer Risikoabwägung. Und, das muss man halt wirklich genau durchplotten. Was geht noch? Ist es noch handelbar durch den Piloten? Ist der Flug sicher durchführbar? Oder sind wir in einem Bereich, wo man sagen kann, jetzt kommt es tatsächlich nur noch Glück, ob das schafft oder nicht, dann ist der Flug eben nicht mehr handelbar. Dann müssen wir entsprechend die Mauer abbrechen. Was hier in aller Ruhe und Sorgfalt trainiert wird, ist knapp 250 Kilometer westlich schon Realität. Im Allgäu tritt Pilot Benjamin Höflinger seinen Dienst mit Rettungshubschrauber Christoph 17 an, mit dem pro Jahr rund 1700 Einsätze geflogen werden. Der Beamte der Bundespolizei Fliegerstaffel Süd in Oberschleißheim ist Einsatzpilot der Luftrettung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Frühmorgens um 6 Uhr beginnt sein Dienst heute am Flughafen Kempten-Durach. Daniel, guten Morgen. Gemeinsam mit Rettungsassistent Daniel Heim bildet er an diesem Tag die Flight Crew des Hubschraubers. Ich verstehe mich jetzt sozusagen, ja. Weder passt, hoffentlich geht was halt. Sorgfältig checkt Höflinger die gesamte Maschine durch. Wie jeder der 16 Zivilschutzhubschrauber in Deutschland hört auch Höflingers Einsatzmaschine auf den Namen Christoph. Die Hubschrauber sind benannt nach dem heiligen Christophorus, dem Schutzheiligen der Reisenden, Seeleute und Luftschiffer. Höflinger möchte sein Schicksal aber nicht allein in die Hände des Heiligen legen. Das ist jetzt so ein Before First Flight, heißt der Check. Das machen wir jeden Morgen. Wir schauen uns die Maschine komplett an. Die Klappen sind schon offen, das heißt, wir schauen uns die ganzen mechanischen Bauteile an. Und im Anschluss machen wir nur die ganzen Checks, dass wir sofort loslegen könnten. Man kann sich so ein bisschen auf den Tag vorbereiten und um 7 Uhr könnte es sein, dass sofort der erste Einsatz kommt und dann wird es sowieso stressig. Deswegen hat man hier nochmal in aller Ruhe Zeit, die Maschine durchzuschauen. Während Höflinger noch die Instrumente im Cockpit checkt, trifft auch der sogenannte Medical Passenger ein. Dagmar Strauß versorgt an diesem Tag die Patienten. Die Notärztin checkt, ob alles da ist. Ihr Einsatz erfolgt aus innerer Motivation. Bei uns ist ja ein Dienst aus der Freizeit raus. Das heißt, wir brauchen aus der Klinik oder aus unserem normalen Dienstgeschäft brauchen wir frei. Und das sind 15 Kollegen, die sich die Monate aufteilen. Ich freue mich immer auf den Flugdienst, weil es eine tolle Abwechslung zu meinem Klinikjob ist. Trotzdem ist es natürlich immer spannend, weil du nicht weißt, was kommt auf dich zu an dem Tag. Da die Crew nur bei Tageslicht fliegen kann, geht der Dienst immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Heute kann es um 7 Uhr losgehen. Gut, dass Höflinger und sein Team die morgendlichen Checks zügig hinter sich gebracht haben. Noch ahnen sie ja nicht, dass der erste Einsatz nicht lange auf sich warten lässt. Zunächst meldet Daniel Heim die Crew telefonisch bei der Leitstelle an. Guten Morgen, der Daniel. Du bist 19:31 Uhr jetzt heute.
Was macht das Wetter heute? Im Norden haben wir da Nebel oder ist alles clear? Also bis Memmingen, sage ich mal, ist okay. Wenn es weiter weg geht, müssen wir schauen. Also bis München können wir eigentlich alles fliegen. Dagmar, du hast alles durchgeschaut, bei dir passt alles? Ja, bei mir passt alles. Ich war startklar. Zum Einsatz klar, wunderbar. Genau. Wetter passt, kann losgehen. Super, schauen wir mal, was kommt. Jawohl. Wir sehen hier auf dem Kartenbild die Station Kempten. Das ist sozusagen unser Mitte, ja, wo alles losgeht. Und wir sehen jetzt hier im Prinzip das ganze Allgäu. Das ist unser Einsatzgebiet. Das sind so circa 50 Kilometer Radius. Und das erstreckt sich also vom hier drüben sieht man Bodensee, vom Lindauer Bereich. Das geht dann rauf so grob zwischen Memmingen und Ulm. Geht dann hier runter. Der ganze Füssner Bereich gehört dann noch dazu, also zum Bereich Ostallgäu. Und dann im Süden sind wir hier im Oberallgäu. Das heißt, da sind wir natürlich dann auch in die Berge unterwegs. Da können wir eh nicht landen, oder? Nein, Gipfelstation. Da können wir eh nicht landen, wahrscheinlich. Die Leitstelle hat einen Rentner gemeldet, der zusammengebrochen ist. Der Einsatzort liegt nur wenige Kilometer entfernt. Höflinger startet die Maschine. Fliegerische Unterstützung erhält er von Rettungsassistent Daniel Heim. Als Co-Pilot kümmert er sich um Funk, Luftraumbeobachtung und Karten. Dagmar Strauß ist als Notärztin nur Passagier. Der Einsatz ist eher ungewöhnlich. Bei kurzen Distanzen ist eigentlich ein Rettungswagen das richtige Einsatzmittel. Das ist eigentlich sehr nah von Kempten vom Krankenhaus weg. Nur 2 Kilometer Luftlinie. Eigentlich versorgen wir den Patienten und bringen den dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die Leitstelle hat aber gesagt, sie hat kein Fahrzeug frei. Da haben wir gesagt, gut, wir schauen uns das an. Vielleicht können wir es solo machen. Für Dagmar Strauß ist auch nach 10 Jahren im Luftrettungsdienst nach wie vor jeder Einsatz in der Luft etwas Besonderes. Notarzt, egal ob zu Land oder zu Luft, ist eigentlich immer schon eine Leidenschaft von mir. Ich habe vor 17 Jahren angefangen mit dem Notarztdienst und es war eigentlich immer ein Traum von mir, auf dem Hubschrauber zu fliegen. Und das hat dann vor 10 Jahren geklappt und seitdem mache ich das mit Leidenschaft. Okay, jetzt mal zum Weg da her. Genau. Ja, das passt einfach rein. Das ist der kleine Weg, das passt. Gehen wir auf den Weg nochmal. Links und hinten ist gut. Jo. Leitung 12 Uhr, Telefonleitung, kein Problem. Passt, ihr bleibt da. Nehmen wir alles mit. Ja. Nicht immer finden die Retter aus der Luft einen geeigneten Platz zum Landen. Heute ist das aber kein Problem. Gut. Gut, passt. Okay. Ich bin weg. Jo. Benjamin Höflinger ist in erster Linie der Taxifahrer für das medizinische Personal. Aber auch am Boden macht er sich gerne nützlich. So, der Kopf gibt Kommando. Jo. Auf 3 machst du. 1, 2, 3. So. Bist du drauf, Opa? Genau. Oberteil ein bisschen höher macht er und in der Maschine machen wir es nachher nur deutlich höher. Ja. Das, wenn ich hier kann. Gott, so mit dem Liege? Ja. Ja. Dem Patienten geht es soweit gut. Er kann ins Krankenhaus gebracht werden. Okay. So. Ihr habt's. Auf 3. 1, 2, 3. Ich sag wahrscheinlich mal alles flank. Spannung. Jetzt bei dir? Ja. So. Jetzt? So. Jetzt geht's, oder? Bei uns geht's locker. Ältere Menschen transportieren die Retter eigentlich lieber mit dem Rettungswagen. In diesem Fall tut es aber auch der Helikopter. Vorsicht, um den Kopf. Vorsicht, nicht hier. Kommen wir schon her. Warte, wegen Kopf, ne? Jawohl. Schieben, hinten absetzen und schieben. Der Hubschrauber ist von innen ausgestattet wie ein Rettungswagen. Neben EKG gehören zur Ausstattung auch ein Beatmungsgerät und eine Spritzenpumpe. Wo fliegen wir hin? Kempten. Der Patient ist soweit versorgt. Strauß kümmert sich um den Papierkram.
Der Krankentransport verläuft reibungslos. Oft ist es so, dass wir vielleicht mal 100, 200, 300, 400 Meter vom Haus weg landen müssen. Dann ist es fast nicht möglich, dass wir von drinnen vom Haus den Patienten zum Hubschrauber in irgendeiner Form transportieren, wenn wir mal kein Fahrzeug, wo wir den liegend zum Hubschrauber bringen können. Aber hier war es ganz einfach. Dagmar Strauß ist Ärztin im Krankenhaus Kempten und Mitglied im Verein Luftrettung für das Allgäu. Helikopterfliegen ist für sie ganz alltäglich geworden. Natürlich ist landläufig so die Einschätzung, es ist was ganz Schlimmes passiert, wenn der Hubschrauber kommt. Oder es ist ganz gefährlich, rumzufliegen. Ich denke, der bodengebundene Einsatz ist mindestens genauso gefährlich. Wenn man mit dem Auto mit 120 durch die Stadt fährt, ist es sicher genauso gefährlich oder gefährlicher vielleicht, wie mit dem Hubschrauber zu fliegen. Und auch so die landläufige Meinung, dass dann immer was ganz Schweres ist, wenn der Hubschrauber kommt. Aber wir fliegen genauso gut zu einfacheren Einsätzen, wenn halt einfach das Luftrettungsmittel schneller ist wie das Landrettungsmittel. Die Rettungseinsätze der Luftrettung bezahlt die Krankenkasse. Zumindest, wenn es sich wirklich um einen medizinischen Notfall handelt. Müssen die Bergretter jedoch Skifahrer oder Bergsteiger retten, die nicht mehr gefahrenfrei ins Tal zurückkommen, dann wird es für die Betroffenen teuer. Bis zu 1.000 Euro kann so ein Einsatz dann kosten. Ohne besondere Vorkommnisse erreichen die Retter das Krankenhaus. Dem Patienten geht es gut. Pilot Benjamin Höflinger zeigt sich mit dem Einsatz sehr zufrieden. Fliegerisch kein Problem. Das Wetter ist gut, Landeplatz war auch kein Problem zum Anfliegen. War ein bisschen eine Situation mit Hochspannungsleitungen, aber das ist unser tägliches Geschäft. Und war gut zum Anfliegen, haben wir gleich gefunden, haben Patienten schnell helfen können, ins Krankenhaus transportiert. Alles okay. Der erste Einsatz des Tages verlief glatt. Doch dabei bleibt es nicht. Zurück in der Station ahnen die Luftretter nicht, dass heute noch ein weitaus komplizierterer Einsatz auf sie zukommt. Noch bleibt Zeit für die Bürokratie. Vor dem Einsatz haben wir meistens mit Büroarbeit zu tun. Ich setze mich auseinander mit dem Wetter im Einsatzgebiet. Wir schauen Webcams an, wir prüfen Wetterwerte und so, dass man einfach immer auf dem aktuellen Stand ist, wenn es in den Einsatzraum dann geht. Und vor dem Einsatz vom Adrenalin her ist das für uns kein Problem. Wir sind gut trainiert alle. Wir warten, bis der Einsatz kommt. Wir hören uns das an, wo es hingeht. Und dann legen wir los. Also für uns kein Problem. Höflinger und sein Team müssen los. Ein dringender Notfall in den Bergen. Dann sind wir wieder weg. Jetzt muss es schnell gehen. Auf dem Nebelhorn in den Allgäuer Alpen ist ein Mann zusammengebrochen. Verdacht auf Herzinfarkt. Die Unglücksstelle in 2000 Meter Höhe ist schwer zu erreichen. Ja, mittlerweile laufende Telefonreanimation direkt an der Gipfelstation ab Absprache Einsatzleiter Bergwacht die direkt am Flug. Als Status, so bleibt aus und die Porterbriefing, wir gehen im Standardabflug raus. Wir haben einen leichten Rückenwind, deswegen Bereich 3 und auf Wind raus. An der Einsatzstelle läuft bereits die Reanimation. Die Luftretter wissen, der Einsatz wird kompliziert. Das Problem ist, Höflinger kann nicht landen. Wir sollten schauen, dass wir da übrigens doch zu zweit hinkommen. Ja, ganz klar. Weil laufende Reha, an der Ecke, wo die Abfahrt dann links übergeht. Genau. Da kann ich zumindest so landen, dass ich euch beide rauslassen kann. Ja, genau. Ja, okay. Aber zusammen. Jede Minute zählt. Höflinger muss in zwei Überflügen schnell entscheiden, wie er die Lebensretter ans Ziel bringt. Er entscheidet sich für ein äußerst komplexes Manöver. Das Gelände ist so schräg, dass wir dort nicht landen können. Und sozusagen die schnellste Möglichkeit, unseren Notarzt dorthin zu bringen, ist aussteigen über die Kufe. Das heißt, wir suchen Kontakt mit der einen Kufenseite an dem schrägen Hang. Und wenn das ist ein einigermaßen stabiler Schwebeflugzustand und dann kann das Personal inklusive Material ausgeladen werden. Und dann muss man aber schnellstmöglich da wieder weg. Das heißt, landen da oben nicht möglich. Wir haben uns jetzt hier entscheiden müssen, dass wir nicht nur einen Notarzt rauslassen, sondern auch den Rettungsassistent, denn vor Ort ist jetzt die schnellste und die beste medizinische Power notwendig, die wir haben. Und wir sind nun mal beide. Das Manöver glückt.
Nun sind die Mediziner am Berg auf sich allein gestellt. Benjamin Höflinger dreht ab und sucht sich eine geeignete Stelle zum Landen. Für ihn heißt es jetzt abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Der Bundespolizist weiß, er trägt eine große Verantwortung. Bei Einsätzen am Berg muss er blitzschnell die Situation beurteilen und die richtige Entscheidung treffen. Bei Bergeinsätzen, da muss man auch immer improvisieren, weil die Situation ändert sich. Es ist sowieso vom Gelände so, man kann es nie sagen, was erwartet uns da, und deswegen muss man da einfach flexibel bleiben. Flugsicherheit steht natürlich ganz oben, und da muss man jetzt schauen, was ist jetzt möglich. Ja. Deswegen diese Einladegeschichte bei schwebender Maschine, einen Patienten einladen, das funktioniert nicht. Also das kann man gleich bleiben lassen. Und jetzt bleibt nur Option abbergen mit der Außenbergeinrichtung oder die Tranken hoch zur Seilbahn und von mit der Seilbahn runter, das wird es jetzt in Kürze klären. Die Retter entscheiden sich für eine etwas unorthodoxe Transportart. Nochmal überlegt, was ist denn die beste Möglichkeit, dem Patienten adäquate Hilfe zu bringen? Und haben uns dazu entschieden, ihn mit der Bahn zur nächsten Station runterzubringen. Der Pilot ist runtergeflogen, haben ihn dort in den Hubschrauber eingeladen und ins Krankenhaus gebracht. Das war für den Patienten die schnellste Möglichkeit, in eine gute geeignete Klinik zu kommen und dort weiter zu versorgt werden. Ohne Hubschrauber wäre der Patient mit Sicherheit verstorben. Heute kam Benjamin Höflinger gut mit den Bedingungen klar. Er erinnert sich aber an kompliziertere Einsätze in den Bergen. Mein schwierigster Einsatz, den ich bisher geflogen habe, das war vor 2 Jahren in der Watzmann-Ostwand. Dort war das Wetter sehr schlecht. Dort hatten sich mehrere Bergsteiger verstiegen. Die waren im absoluten Absturzgelände, sozusagen in absoluter Lebensgefahr. Und das war ein sehr schwieriger Einsatz, weil das einfach von den Wetterbedingungen und vom Gelände ist. Die Watzmann-Ostwand relativ anspruchsvoll zu fliegen. Das würde ich sagen, war mein kompliziertester Einsatz bisher. Höflinger, Heim und Strauß fliegen den Patienten ins nächste Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Später erfahren die Helfer, er hat überlebt und ist auf dem Weg der Besserung. Benjamin Höflinger ist einer von 14 Piloten, die Christoph 17 regelmäßig fliegen. Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende. Mit Sonnenuntergang, letzte Landung. So muss es sein, ja. Letzter Einsatz, gut gelaufen. Haben nochmal ins Krankenhaus geflogen. Kein Fahrzeug haben wir gebraucht. Und genau. Jetzt müssen wir tanken, Maschine durchschauen, Sachen eingeben. Dann haben wir auch Feierabend. Am Ende des Tages wartet Routine. Tanken, Maschine checken und putzen. Der Hubschrauber kann wieder zurück in den Hangar. Doch es gibt ein Problem. Da war jetzt irgendein Geräusch. Da war irgendein Geräusch auf jeden Fall. Gut, müssen wir reinschieben. Hier hat eben jeder Tag seine Überraschung. Muss man irgendwo auf mechanisch umschalten? Ja. Okay, dann kommt's. Fix das. Wir machen oft schon mal 2 Tage hintereinander, aber nur dann, wenn wir halt kurze Tage haben. Jetzt im Herbst raus, Winter wird es ja immer kürzer. Wenn man 1 Stunde nach Sonnenuntergang ist, bei uns ja fertig. Und im Sommer sind es wirklich lange Tage. Ja, wenn es so bis kurz vor 9:30 geht, von in der Früh, 6:45, das sind dann wirklich lange Tage. Jetzt mit 7:30, das ist ja schon fast wieder wie ein freier Nachmittag. Bleibt den Luftrettern also ein wenig Zeit zum Erholen. Morgen stehen sie wieder bereit, um Menschen zu retten.